Moin, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Oxygen Not Included Spaced Out. Und ich lag gerade an das Spiel rein. Beim letzten Mal wollen wir ja mit dem oder haben wir mit dem Redesign begonnen. Ihr seht das jetzt hier gleich schon. Ich mache mich mal klein. Und da machen wir jetzt diesmal auch wieder weiter. Wird ein bisschen dauern, bis die Kollegen das hier alles aufgebaut haben, aber wir designen in der Zeit ein bisschen weiter. Gucken hier auch nochmal, was die Forschung anbelangt. Sind wir da jetzt eigentlich besser unterwegs? Ah, noch nicht ganz. Was haben wir jetzt hier? Diesen Transport. Ah, es fehlt auf jeden Fall auch noch Radiation und sowas. Ah, da müssen die Leute auf jeden Fall auch mal ran. Ah ja, machen sie ja. Das hier kann auch alles weg. Ich meine, ohne Witz. Ja, genau. Und wir wollten das hier ein bisschen abkühlen. Das ist schon mal wichtig und richtig. Das schauen wir uns hier nochmal an. Wie das jetzt so lösen. Okay. Hier oben haben wir die Rakete. Noch ein bisschen Dampf drin. Grammweise. Gucken hier nochmal rein in den Raum. Da haben wir die Dinger hier. Medizin. Wir bräuchten eigentlich auch immer diese Strahlungstabletten. Hier haben wir Plastik drin. Hier ist Alge. 20 Tonnen. Dass man auch nicht zwei Sachen da drin lagern kann. Ich baue denn das Ding nochmal. Nehme ich das nochmal raus. Und hier kommen dann die Strahlungstabletten. Hier habe ich gehört, brauchen wir eigentlich gar nicht das, den Kühlschrank. Weil der Bärenmatsch ewig haltbar ist. Und da generell ist das Ding ja hier natürlich nicht so krass gut. So vom Design her, aber. Oh, kann man auch noch Räume drin machen? Aktuell ist das hier halt nichts, ne? Ach ja. Okay. Hier kommen alle rein. So, wir haben hier halt so viel Baustellen, ne? Und Tätigkeit. Joshua. Waren durch falsches Element. Natürlich nicht so gut. Ah, da unten ist Sauerstoff. Kommt denn da Sauerstoff jetzt hin? Wir ziehen das jetzt mal alles raus. So. Dann machen wir mal hier 900. So, dann läuft das auch alles. So. Und hier ist wirklich alles voll mit Sauerstoff. Was ziemlich cool ist. Ich finde, hier wird jetzt. Ah ja. Da haben wir jetzt auch die Sachen. Ja, dann nehmen wir das hier mal alles weg. Ich weiß gar nicht, das Öl ist, glaube ich, recht warm hier, ne? Obwohl geht 36 Grad. Das passt. Und irgendwie hier kommt keiner runter. Warum auch immer. Nehmen das jetzt hier mal weg, die Raumheizung. Druckerzeugnisse haben wir auch. Hier liegt gerade nichts mehr. Überhitzungsschaden. Nehmen wir die beiden Flüssigkeitsfilter, Luftreiniger baue ich mal ab. Mini-Flüssigkeitspumpe auch.
Weil sonst bist du ja nur noch am Reparieren. Flüssigkeitsfeld, dann mache ich jetzt hier mal auf Stahl. Und Sauerstoff, Luftreiniger brauche ich auch mal auf Stahl. Dann ist Ruhe hier. Ach. Ah, hier, guck mal, es wird alles so ein bisschen weniger. Und hier haben wir halt verschmutzten Sauerstoff, weswegen wir hier zusätzlich natürlich auch nochmal so ein Deo-Lufterfrischer bauen. So. Naja, jetzt wird hier schön gebaut. Ach ja, Glas brauchen wir auch noch mal ein bisschen. Das werden wir auch noch mal tun. Ein bisschen Aluminiumerz. Ja, damit. Und Glas haben wir ja hier oben. Machen wir mal, weiß ich nicht, 90. Wird hier halt übelst warm. Hier ist schon übelst warm. Die sind alle untätig. Ach, wieso stehen die denn jetzt hier drin? Geht's noch oder was? Ich muss das jetzt mal kurz ein bisschen. So, das hier auch alles mal wegnehmen. Wir haben sogar noch Fossilien, was ziemlich gut ist. Fossilien kann man nämlich sehr gut zu Dings machen. Zu Kalk. Oh, schöne Base. Die hier auf jeden Fall wieder ein bisschen zu tun. Ach, 30.000 Kalorien. Das hier wird auch nochmal wild, mit dem ganzen verschmutzten Wasser. Aber alles in allem sieht es hier schon ganz gut aus. So, wieder zurück zu Lumito. 270.000 Kalorien, Bärenmatsch ist sehr viel. Versucht das hier alles nochmal wegzunehmen. Ja, eigentlich will ich auch noch so ein Uran-Dings bauen. Habe ich eigentlich noch ein Bett übrig? Ja, eins wäre noch. Prioritäten. Haben wir einen, der gut Kunst kann? Dekorieren. Hier der Kollege. Green Zero.
1000 Grad Glas. Das ist mal anders heftig. Kein Strom. Aber denn hier ein Stromproblem? Nicht, dass ich wüsste. Irgendwann hoffentlich haben wir das dann hier alles weg mit dem Erdgas. Jetzt haben wir ein bisschen Sauerstoff, aber das sollte hochziehen. Naja, das wird schon irgendwie sich so verteilen. Chlor wird auch nicht immer weiter runter. Das ist alles Gramm, ne? Also wirklich nicht viel. Ich überlege, ob ich eher diesen Hochdruckgasabzug, ob ich die nicht einfach dahin packe. Dann hier die Gasleitung nach oben. Und da auch einfach, weil so viel kommt da halt auch nicht raus. Dann der hier nämlich weg. Der hier auch. Sollte das zumindest halbwegs gehen. Hier unten ist noch ein bisschen Hitze. Aber das wird mit der Zeit auch besser. Ich meine, was ich hier machen kann, ich kann ja hier mal locker so ein, um das hier mal so ein bisschen abzukühlen, einfach hier mal so ein Landwirtschaftsding. Nahrung, Acker. Mal hinbauen und dann da diese Feuchtwurz, nee, Kaltwurz, die Dinger hier, nee, Keuchwurz. Das übelst. Ja, da macht es eigentlich auch Sinn, das nochmal doppelt zu isolieren. Muss man halt auch so sagen, ey. Gut, das hier oben machen wir es trotzdem. Sicher. Ach, guck an, hier wird schön gebaut. Unvollständiges Kunstwerk. Muss dann unser Kunstmensch dekorieren. Ne? So, wie sieht es hier eigentlich drin aus? Innenraum. Da genau, da machen wir jetzt mal diese primitiven Strahlungstabletten rein. Kann ich das überhaupt? Medizinbedarf. Nee. Nein, sag nicht. Das kann hier nur so unter essbar rein. Nee, das heißt Medizin, ne? Zerlegen wir das, bauen noch mal einen Kühlschrank. Okay, wieder was gelernt. Das ist hier irgendwie, diese Hitze würde ich halt auch gerne irgendwie mal mit dem Glas, weißt du? Würde ich gerne umleiten.
denn? Lass uns mal hier schnell was bauen. Habe ich Bock drauf. Machen wir mal kurz das nochmal ein bisschen weiter. Wir gucken mal ganz kurz. Wir machen da einfach eine Turbine. Eine so eine Dampfturbine. Machen da mal kurz Stopp. Und bauen jetzt hier erstmal nochmal so eine kleine Geschichte hier auf. Dann haben wir hier Wärmetauschplatten aus magischem Gestein. Ja, das können wir vielleicht nochmal ein bisschen anders regeln. Mal das vielleicht aus. Irgendwas, was halt auch leitet, Gold, thermisch reaktiv, ich glaube Glas war, ja aus Glas war gut, Diamant war gut, was hat man die Dinger immer gemacht? Eigentlich sollen die halt ganz schnell die hohe Wärmeleitfähigkeit, thermisch reaktiv. Irgendwie so. Wir machen hier die wildesten Sachen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich irgendwie hinhaut. Danach isolieren wir. So, und dann brauchen wir hier irgendwie Wasser. Wie kriegen wir das am besten hin? Hier noch Wasser. Jo, habe ich. Kann ich das mal kurz nutzen? Und dann können wir das hier auch mit Strom einfach daran schieben. Jetzt machen wir die doch aus Magmatit und nicht aus Gold. Doch, warte mal. Basis. Klima, Wärmetauschplatte. Kupfer. Ja, wir können auch Kupfer nehmen. Wie viel Dünger haben wir eigentlich? Gefühlt sehr viel. Körpertemperatur. Weil es wahrscheinlich hier wieder zu kalt ist. Okay. Aber hier wird langsam gebaut, glaube ich. Macht hier irgendeiner auch was so skulpturmäßig? Nö.
Bärenmatsch machen wir jetzt mal nicht mehr. Dann haben wir hier noch vielleicht jemanden, der sehr gut Raketentechnik und Forschung und Koch. Aber er hat jetzt auch nicht viele Sachen. Machen wir mal abweisen. Wie sieht es hier eigentlich auf Rudona aus? Eigentlich würde ich auch nochmal mit der Rakete los. Starke Augenreizung. Ja, hier ist wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Okay. Dann sind wir hier unten. Ja, mit Kohle und alles. Können wir das hier alles mal rausnehmen. Proben haben wir alles, ne? So weit, so gut. Okay. Wie sieht's hier so aus? Wir räumen hier mal auf. Das Glas lassen wir aber liegen. Leute. Mach mal. Wird hier unten denn überhaupt noch irgendwas gebaut? Kalk. Goldamalgam zu Gold. Was haben wir denn? Kupfer 6,2 Tonnen, Gold 7,8. Könnte man natürlich auch automatisieren. Mal jetzt hier nochmal 90 Gold im Agar. Okay. Gold haben wir alles da. Könnte man auch einfach in hier in so einen automatischen Dispenser packen und dann hast du halt auch genug Raucher da, dann werden die Dinger nie voll. Das machen wir, glaube ich, mal. Ich glaube, es ist Automatisierung. Okay, und der Basis. Automatischer Ausgeber. Zwei. Jetzt mal so. Also auch irgendwie mit diesen Anzügen, ne? Es sind hier nie Anzüge da gefühlt. Nervt mich auch irgendwie so ein bisschen. Jetanzüge, Bleianzüge, wir haben ja halt auch echt eine Menge. Ach, guck mal, jetzt ist das hier alles fertig. Perfekt.
machen wir das hier dicht. So, und jetzt werden wir hier mal ordentlich Wasser reinschieben. Hier nehmen wir mal Eisen, guck mal, das alles raus. Warum nehme ich die alles nicht mehr? Kommt hier Wasser? Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an das Glas hier ran? Wenn das überhaupt so jetzt hier schön leitet. Schmelzpunkt 1000 Grad. Das ist okay. Oh, das dauert mir ein bisschen zu lange. Also nutzen wir das andere Rohr. Unerreichbar. Wie kriegen wir das Glas denn da am besten weg? Tja, ich glaube am besten hier oben brauchen wir dann nochmal so eine... Ja, das ist scheiße. Wir müssen dann quasi warten, bis hier alles abkühlt. Ich habe keine Ahnung, ob und wie das geht, aber... So, jetzt wird das hier mal ein bisschen voller. Machen wir hier ruhig die unterste voll. Plastik 0 Kilo. Das ist natürlich eher schlecht. Wir brauchen also auf jeden Fall eine Öllieferung von hier. Oh, hier geht es auch langsam runter. Ach ja. Hier bräuchten wir auch mal so eine. Anzüge, ne? Hier unten ist jetzt wieder sehr viel Kohlendioxid und hier passiert halt gerade gar nichts, weil hier gar nichts drin ist. Tun wir auch mal ganz kurz wieder sanitär mal. Rohr blockiert. Oh, zu
zu viel. Zu viel. Ja, muss ich das vielleicht einmal nochmal weiterschieben? Jetzt geht's wieder. Tja, wie machen wir das jetzt hier so weiter? Riesenerz. Dann müsste ich das hier natürlich auch nochmal redesignen. Okay, jetzt haben wir das hier soweit fertig. Machen wir hier mal mal sehen, was passiert. Ob da tatsächlich Dampf draus wird oder was auch immer. Ich meine, das flüssige Glas geht ja quasi jetzt hier rein ins Wasser. Sollte sich vermengen oder keine Ahnung, was da passiert. Hier, warte mal. Ah, das wollte ich ja auch noch. Nicht Besatzung, Innenraum, das Ding, Kühlschrank. Hier, hier hin. Pennt er nach Krümel, wo pennt er? Das ist auch dumm. Aber gut. Irgendwas Neues hier. Versorgung, Viehzucht, Versorgung. Uiuiui. 13 Stärke. Travaldo. War nicht jemand, der Sky genannt werden wollte? Komm. So, Galileo und Travaldo. Prioritäten. Bedienung. Aufräumen. Versorgung. Lagerung. Weil Tribaldo ist natürlich noch ein bisschen langsam unterwegs. Der braucht noch ein bisschen mehr Athletik. Wachstum gestoppt. Bewässerung. Na, macht hier irgendwer noch was, oder? Oh ja, jetzt. Ja, kein Strom. Wir müssen nochmal gucken, wo... Das ist hier der Strom. Ja, ist irgendwie alles an diesem Ding hier dran. Und das ist natürlich nicht entsprechend gut. Deswegen müssen wir wahrscheinlich Strom... Leiterkabel, Kupfer. Das hier mal so ein bisschen hinbringen. Glas ist hier entspannt abgekühlt, ne? Und zwar ziemlich schnell. Ach, Sauerstoff ist ja auch noch drin. Ganz vergessen. Deswegen macht man das ja eigentlich. Können wir das mal kurz auf... Ich vergesse mal den Sauerstoff. Aber okay. Thank you.
Krass, also das Glas ist direkt am Abkühlen, ne? 40 Grad. Also das muss ja konstant laufen, damit das irgendwie... Das ist ja nun gar nichts hier. Ich meine, da drin ist halt ein bisschen wärmer, ja klar. Werden wir jetzt auch gleich nochmal sehen. Das Wasser muss erstmal die ganzen Wärmetauschplatten messen. So, für was wird das hier eigentlich benutzt? Eigentlich so für ziemlich viel, wie ich merke, ne? Hier wird so nebenbei gebaut, aber immer noch nicht richtig. Ja, hier könnte ich irgendwie auch mal da oben ganz was mal rausnehmen. Ist sehr kalt. Ich kann auch das hier einfach mal kurz neunen. Dann sollte das recht schnell gehen. Aber wir haben immer noch kein Plastik. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dafür wollten wir Öl holen. Wir können ja auch erstmal hier schon diese Ölproduktion aufbauen. Und da veredeln. Dann nimmst du eine Ölraffinerie. Und dann gibt es hier Petroleum. Erdgas und Erdgas kannst du halt gleich in sich in so einen kleinen Tank. Und guck mal, das sammelt sich immer weiter unten, glaube ich. Sollte das Kohlendioxid noch weiter nach unten. Der ganze Scheiß hier muss eigentlich auch mal weggepumpt werden. Aber das wird dann so unser neues Space Camp. Ist wieder nichts los, ne? Fangen wir mal hier an. Hier ist so witzig, hier ist gar kein Kohlendioxid.
Hier inzwischen auch nicht mehr, hier unten. Aber das bricht natürlich alles richtig runter dann. So, Strom. Da brauchen wir dann hier den Petroleum. Nee. Ah, Petroleum. Oder Ethanol in elektrischer Energie. Brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Erdgasgenerator. Aber die machen halt auch übelst viel Wärme, ne? Da kann man eine Industrial Sauna bauen. Ja. Also machen wir es mal so. Eingeklemmt. Joshua. Das ist natürlich scheiße. Eieiei. Hier. Sonst wird das nämlich nichts. Ich will jetzt wieder rüber. Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal so einen Gastank noch hin. Und vor allem dann irgendwann hier veredeln, ist das glaube ich die Plastikpresse. Polymerpresse. Jo, Strom, Stromkabel. Kleiner Transformator. Lüftung. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Oh, wieder 43 Minuten. Das wollte ich gar nicht. Was kommt bei den Dingern eigentlich raus? Kohlendioxid, verschmutztes Wasser. Genau. Hier polieren wir das mal ab. Machen hier wie immer Gitterziegel. Hier irgendwie so ein Hochdruckgasabzug. Dann sollte das auch irgendwie hinhauen. So, und hier kommt glaube ich Wasser raus. Überlege gerade noch mal eine intelligente Batterie zu bauen. Die jetzt hier mal ein bisschen regelt. Automatisierung.
mir die Gaspumpe. Gasfilter, ey, was du hier alles brauchst, ne? Ist auch wirklich mehr oder minder hingeschissen hier. Sanitär, ordentliche Flüssigkeitspumpe hier hin. Natürlich Flüssigkeitsfilter, weil geht ja nicht anders. Boah. Was kommt hier raus? Ach, Petroleum. Siehst du? Petroleum. Auch eigentlich eine super, super Sache. So, nehmen wir mal mit Keramik ab. Strom natürlich. Ja, was haben wir jetzt hier? Wasser, schmutziges Wasser. Müssen wir irgendwie auch nochmal vielleicht in einen anderen Tank oder so reinpacken. Erstmal nur so provisorisch. So witzig. Aber immerhin funktioniert alles. So Leute, aber ich werde jetzt hier erstmal Schluss machen. Wie sieht es hier eigentlich mit meiner 44 Grad? Ja. Es wird halt einfach hier gut warm jetzt, aber es ist halt immer noch nicht für die Welt. 1000 Kilo, ne, wie viel haben wir? Glas, ah, fast eine Tonne. Oh ja, hier ist einiges los. Versorgung, oh, Ethanol. Sieht so mit der Forschung aus. Oh, Strahl noch 188. Hochgeschwindigkeitszerstörung mit Bohrkegel. Ja, schon fett. Wie sieht es auf Crudona aus? Hier wird weiter gebaut. Das alles mal entsprechend hier unten dann wegnehmen mit einem Kohlenfilter oder was, ne? So ein Reiniger. Aber gut, Leute, für heute erstmal nicht. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, ihr Lieben. Schönes Wochenende. Bye, Chucky.